Laut Papst Franziskus werden im Krieg in der Ukraine derzeit geheime Friedensbemühungen unternommen. Einzelheiten nannte er nicht und kündigte an, sich zu äußern, wenn die Vorgänge veröffentlicht worden seien. Er ließ ebenfalls anklingen, dass sich der Vatikan für nach Russland gebrachte ukrainische Kinder einsetzen werde. La Santa Sede ha fatto di intermediario in alcune delle situazioni di scambio di prigionieri tramite l'ambasciata. Questo è andata bene. Penso che può andare bene anche questo. È importante. Almeno la Santa Sede è disposta a farlo perché è giusto, una cosa giusta. E dobbiamo aiutare. Aiutare a che questo non sia un casus belli, ma un caso umano. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal hatte den Papst in der vergangenen Woche auf eine mögliche Vermittlerrolle angesprochen. Russland weist den Vorwurf zurück, die Kinder seien verschleppt oder zwangsadoptiert worden.